Hier soll angeblich Mondaktivität sein. Ja, das ist die Adresse, die der Anrufer mir per Telefon gesagt hat. Lass uns mal rumgucken. Gut, dann lass uns mal ein bisschen Recherche betreiben. Schlecht 10 Kinder überfahren. Hast du das gerade wirklich gesagt? Du hast recht. Überfahren wir diese unschuldigen Kreaturen, bis das Blut spritzt. Warte! Was? Damon, das ist schlecht für dein Karma. Ist das nicht Sinn der Sache? Ja, aber das wäre reine Blutverschwendung. Du bist reine Platzverschwendung. Idiot. Schlampe. Dean? Ja, Babe? Oh, Dad. Du bist eine Schande für die ganze Familie. Dad! Sei still, Sam. Oh, eine Attribution. Dreimal hintereinander. Dad, wir sind nicht im Lateinunterricht. Junger Mann, du bleibst hier und nimmst deine Strafe wie ein Mann. Bitte nicht hauen. Du hast gerufen. Dean, du wirst auf einen Senat gehen zur Strafe. Nur über meine Leiche. Okay, ich gehe. Eileen, gut siehst du aus. Dankeschön. Du siehst wunderschön aus. Serena, das habe ich gerade eben gesagt. Aber fabelhaft ist besser als gut. Wo sie recht hat, sie recht. Wie waren deine Ferien? Viel zu kurz. Oh. Paris ist auch nicht mehr das, was es mal war. Seit Griechenland pleite ist, ist alles so teuer. Paris ist in Frankreich. Ja, das habe ich gesagt. Du sagtest aber Griechenland. Nein, das habe ich nicht. Oh, stimmt, hast du gesagt. Sorry, hab mich verhört. Und was hast du in Paris so gemacht? Oh Mann. Franzosen sind so geschickt in ihren Händen. Bitte raus, bevor du erstickst, damit die Versicherung uns nicht in die Pfanne haut. Hi.
Was willst du? Hi. Da waren wir schon. Also, was willst du? Ich bin ein neuer Student. Wirklich? Ja, wirklich. Na gut. Zwei Zimmer bei den Jungs sind frei. Room 1408 oder Room 1413? 1408? Nee. Und 1413? Da ist ja eine 13 drin. Gibt's bei den Mädels noch ein Zimmer? Nein. Fein, dann nehme ich 1408. Na endlich! Hallo? Hallo, ist da jemand? Hi. Oh, du bist wohl mein neuer Mitbewohner.